ob ich den Musiker vorstelle. An der Fiddle, ein Virtuos. Bitte geben Sie einen Riesenapplaus für the one and only Thomas Calvister! Und dann an der irischen Trommel, Stefan Baron von Percussion und Backing Vocals. Bitte gebt einen Riesenapplaus für Luke Melvin! Yeah. Und dann an der irischen Bouzouki, das ist sowas wie eine Mandoline und Backing Vocals. Bitte einen Riesenapplaus für Adam Rowe! Und dann heute zu Gast. Der hat vor zwei Tagen, da war ich mit ihm, Kelly Family Konzert. Und dann hat er gesagt, Angelo, ihr spielt am Sonntag in Mönchengladbach. Ich so, ja. Ich komm vorbei. Ich so, okay. Ich spiel mit. Ich so, okay. Und morgen schickt er mir eine Rechnung. Der hat die ganze Sache komplett revolutioniert. Musiker ab jetzt. Es wird anders sein. Die werden nicht angerufen, die werden einfach kommen. Die kommen, die spielen und schicken eine Rechnung. Alles Quatsch. Bitte einen Riesenapplaus. Einen langjährigen Freund. Und der Co-Producer of the last album, Eric Sturgis, an den Gitarren, heute zu Gast, Matthias Gauss! Sorry, Matthias. Der hört mir gar nicht zu. Wahrscheinlich hast du meine Stimme gar nicht in den Ohren, ne? Schwein. Okay. Gut, dann an den Bass. Die 12-Jährige, einen riesen, süßen, großen Applaus für Emma!
siebenjährige Racker. Der ist verrückter. Verrückt. Der ist immer nur am Klettern. Eine Wahnsinnsenergie. Könnte man ihm anzapfen, dann würde man Strom für ganz Deutschland produzieren. Ein Riesenapplaus für Joseph! Hoffentlich schläft er schon. Ein Riesenapplaus auch für den dreijährigen William. Und zu guter Letzt die wichtigste Person hier auf Tour. Die hält den ganzen Laden zusammen. Ohne sie wäre das alles nicht möglich. Wahre Heldin. Ein Riesenapplaus für meine Frau Kira. Okay, jetzt haben wir alle. Wir haben niemanden vergessen. Alles super. Ja, genau. Und zu guter Letzt. Sehen. Ich gebe Ihnen einen Applaus. Mein Vater, Angelo Kelly! Fail.